Elefantikas Wunderhof. Auf einem kleinen Bauernhof lebte einmal ein junger Elefant namens Elefantika. Er war ein neugieriger kleiner Kerl, der sich immer wunderte, wie die Welt rund um ihn herum funktionierte. Eines Morgens wachte Elefantika auf und spürte ein Kribbeln in der Luft. Er spitzte seine großen Ohren und hörte ein Zwitschern, das er nie zuvor gehört hatte. Er folgte dem Klang und fand ein goldenes Küken, das aus einem Ei geschlüpft war. »Was für ein Wunder!« rief Elefantika ganz erstaunt aus. Jeden Tag fand Elefantika auf dem Hof neue Überraschungen. Es gab Blumen, die bunt und prächtig in der Sonne glänzten. Er sah, wie Bienen von Blume zu Blume flogen und dabei tanzten. »Wie machen die das nur?« dachte Elefantika voller Erstaunen. Dann traf er Herrn Hüpf, einen ungeheuer hohen Grashüpfer. Herr Hüpf zeigte ihm, wie man über Stock und Stein springt. Mit den Hühnern pickte Elefantika Körner. Sie erzählten ihm von den Sternen, während sie gemeinsam den Himmel betrachteten. Elefantika lernte auch von den Schafen. Sie zeigten ihm, wie Wolken zu warmer Wolle werden. Am Fluss traf er Frau Schildi, die Schildkröte. Sie lehrte ihn, geduldig zu sein und zu warten, bis der Fisch anbeißt. Schließlich bemalte Elefantika mit den Ferkeln den Stall. Sie spritzten Farben und lachten zusammen laut. Nach einem Monat voller Staunen sagte Elefantika, dieser Bauernhof ist voller Magie. Jeden Tag gab es etwas Neues zu entdecken. Durch all diese Wunder fühlte Elefantika eine Freude in seinem Herzen. Er wusste jetzt, dass Erstaunen ist überall. Man muss nur genau hinschauen. Jetzt herunterladen und jeden Tag neue Geschichten entdecken.